Es geht dazu immer einfach nur um diese einfachen Sätze und man kann wirklich alles sofort überprüfen. Wenn man einmal losgelassen hat von dem alten Glauben, dieses angeblich faktenbasierte Wissen der Naturwissenschaft sind nur logische Konstrukte. Das ist keine Kritik. Und was jetzt das Schöne ist, was die meisten nicht mitkriegen, einen Zustand zu kriegen, dass man wertfrei schaut. Es geht immer um richtig und verkehrt, um diese Kategorie 1 und Kategorie 2 Fragen, um Einzelteile oder um, ist es richtig und verkehrt, du bleibst immer in der Perspektive hängen. Und der Mensch ist nicht in der Lage, sich einfach einmal zu fragen, jetzt der blau geschriebene Mensch, das Programm, muss so weit verändert werden, dass man sich die Frage stellt, was ist jetzt eigentlich da? Was ist jetzt im Moment da? Was sehe ich jetzt? Und was ich immer wieder sage, du wirst feststellen, das, was du siehst, unterliegt einer ständigen Veränderung. Und da haben wir jetzt die kleine Metapher, wo ich sage nochmal die Kamera obscura. Das, was ich jetzt erkläre, ist ein ganz einfaches Deutsch mit ein bisschen an Grundlagenwissen und du wirst feststellen, wenn du nicht über viele Jahre Holofeeling studiert hast, ist irgendwas in dir drin, das das nicht verstehen will. Wir haben also diese zwei Bilder gegenüberliegend in der Kamera, ein Bild in der Kamera und eins, was angeblich vor der Kamera ist. Wenn man sich jetzt das Bild nicht vorstellt, das hole ich jetzt nicht nochmal her. Und da ist der Punkt, dieses kleine Loch, dieser Punkt, was man die Linse nennt. Und das ist eigentlich, das ist All. Oder L ausgesprochen, Gott. Das ist das absolut Innerste. Und wenn das jetzt auseinanderplatzt, mich jetzt das so hüben drei und drüben drei, ist es interessant, dass jeder Naturwissenschaftler jetzt in seinem anerzogenen Wissen eine Vorstellung hat bei der Kamera obscura. Man sagt, da ist das Objekt außerhalb der Kamera. Und es wird durch diesen Punkt horizontal und vertikal gespiegelt auf diese Innenseite der Kamera. Ich sage mal, auf dem Film, wo der Film sitzt, hingespiegelt. Und du hast zwei Bilder, die in Bezug auf sich selbst auf dem Kopf stehen und spiegelverkehrt sind. Wir sagen jetzt, wenn ich einen Baum zum Beispiel hier in das Objekt reinschiebe, in den Punkt reinschiebe, dann habe ich hinten auf dem Film ein auf dem Kopf stehendes, gespiegeltes Bild. Und wir wissen, wenn wir in ein Spiegeleck reinschauen mit drei Spiegeln, die mit 90 Grad Winkel aufeinander stehen, dass sich alles in dem Zentrum befindet, auf dem Kopf stehend und spiegelverkehrt. Wenn du jetzt aber auf dem Kopf stehend und spiegelverkehrt hast, innen, und auf dem Kopf spiegelverkehrt außen, das sich praktisch durch diesen Punkt reflektiert, ich nenne das einmal so, befindet sich in dem Punkt die Synthese dieser zwei auf dem Kopf stehenden spiegelverkehrten Bilder. Und das ist dieses Hüben 3 und drüben 3. Das ist, jetzt ist aber dieses auf dem Kopf stehende und Spiegelverkehr, könnte ich ein absolutes Minus nennen. Das heißt, Minus mal Minus ergibt Plus. Das ist der Punkt im Einheitskreis. In dem spielt sich letzten Endes alles ab. Die beiden Seiten sind das hier. Es ist aber wichtig, dass ich sage, in dem Moment, wo du dir was vorstellst, vor dich hinstellst, etwas ausdenkst, du kannst dir bloß das ausdenken und vor dich hinstellen, was in dir drin ist, dass du es mit zwei verschiedenen Innen zu tun hast. Du hast mit dem absoluten Innen zu tun. Und sobald jetzt ein Gedanke in dir auftaucht, ist der in dir. Das ist aber das ausgedachte Innen. Und das stellst du dir jetzt vor und denkst es aus dir heraus, obwohl es absolut gesehen sich immer nur in diesem Punkt zwischen diesen zwei Spiegelbildern befindet. Jetzt habe ich eine ganz, in wenigen Worten eine ganz einfache Erklärung, wie du aus Vorstellungen Informationen aufbaust, die immer gespiegelt sind. Eine einfache technische Erklärung. Und darum sagst du ja immer, ich denke mir was aus, ich stelle mir was vor. Den Leuten ist das gar nicht bewusst, obwohl das doch immer deine Information ist. Das sind jetzt die zwei Seiten. Ein nicht gedachter Gedanke befindet sich da. Alle nicht gedachten Gedanken, alle nicht gedachten Informationen befinden sich da. Und in dem Moment, wo du das denkst, ist es in dir. Und wenn du dir es ausdenkst, der Fehler. Ich drücke es mal anders aus, wenn wir immer von einem Fehler sprechen, das ist ja der Moment. Jeder Moment. Wir haben das O mit den zwei M. Das sind die Innen, die sich immer wieder austauschen. Aufgrund von Interpretationen. Fehlt niemals in dem absoluten Innen. Das ist das Kontinuum, in dem sich alles befindet. Das kann man jetzt Gott nennen.
Und in dem Moment, wo man jetzt was rausselektieren, was auftaucht, irgendein spezieller Gedanke, ist der jetzt erstmal in deinem Kopf. Der muss in deinem Kopf sein. Das ist aber jetzt das Ausgedachte innen. Und jetzt ist es sehr interessant, wenn du jetzt an einen Osterhasen denkst, denkst du dir den aus dem Mittelpunkt heraus. Er ist interessant, dass der Fehler niemals fehlt. Er bleibt immer innen. Habe ich so oft erklärt. Und da wird es jetzt nicht sagen, dass der da außen ist. Wenn du jetzt aber zum Beispiel an die Sonne denkst, dann taucht die in dir auf, die wird aus dem absoluten inneren Punkt zur Information. Und da ist jetzt komischerweise, dein Programm schreibt dir vor, dass die auch da außen ist. Da kommt man dann übrigens, wenn wir das exakt durchspielen, auch wieder zu 16 Zeilen. Wir reden von dem, was ist. Wenn du den Gedankengang mitgehst, kann man das ganz leicht nachvollziehen. Und Wissen ist schlichtweg und einfach, ich sage immer nur ein Bissen, das B ist ja gleich W. Dieses Wissen ist das, was du jetzt als Information anschaust. Bewusstsein ist das, was schaut. Aber das Wissen verändert sich von Augenblick zu Augenblick. Der schaut, bleibt immer gleich. Und das kannst du dir tausendmal anhören. Es nützt dir nichts, wenn du glaubst, du hast es begriffen, wenn du es dann doch immer wieder als Geist vergisst. So viel zum Thema wieder, wenn einer stirbt oder tot ist. Das ist, jetzt haben wir so viele Sachen. Was verstehe ich unter dem Wort Tod? Auflösung? Du wirst merken, dass hier was Eigenartiges ist, dieses Auflösen. Ist definitiv immer ein Widerspruch in sich selber. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, es entsteht etwas, wenn wir wissen, was die Vorsilbe end bedeutet, setzt es sich eigentlich in Bewegung. Es setzt sich in Bewegung. Was ist das für ein Oxymoron? Was ist das für ein Widerspruch? Schon das Wort entstehen ist im Prinzip dasselbe Widerspruch. Und umso genauer du deine Sprache beobachtest, wirst du merken, die ist extrem präzise in Bezug auf dieses Spiel. Da weiß die Welt nichts davon, die du dir ausdenkst. Und ich sage, die kann sowieso nichts wissen, weil die Welt, die du dir ausdenkst, ist Brandopfer, der polare Rand. Du musst von Augenblick zu Augenblick diesen Rand opfern, um eine neue Welle aufzuschmeißen, eine neue Gedankenwelle aufzuschmeißen. Es ist kein esoterisches oder religiöses Geschwätz. Das ist reinste geistige Naturwissenschaft, die es überhaupt gibt. Und jetzt haben wir ja wieder die Natur, das heißt ja das Losspringen, das Aufspringen, wenn wir es hebraisieren, das MTR. Diese zwei Seiten. Und darum wirst du immer mehr merken, wenn man sich damit beschäftigt, wie wichtig die Vordersprache ist. Aber man kümmert sich noch viel zu sehr um Gedanken, die man sich ausdenkt, weil man meint, man könnte einen Gedanken von sich was erklären. Und egal an wen oder an was du denkst, es ist das dann mal der Gedanke. Nenn den Gedanken Mensch. Es macht keinen Sinn, einen Gedanken was zu erklären. Darum sage ich immer wieder, ich erkläre es den Geist, der mich jetzt ausdenkt. Ich bin jetzt ein Gedanke von dir. Was ist ich? An was denkst du bei ich? Jetzt an den Udo, weil du die Stimme hörst, dann ist der Udo ein Gedanke von dir. Das Pixelmännchen, der Lautsprecher, ist egal, wie du das drehst und wendest. Das Grundprinzip bleibt immer gleich. Du bist immer, das ist das, ich erkläre dir jetzt erst einmal, was du bist. Ob du das glaubst oder nicht glaubst, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Du wirst von deinem, in Bezug auf deinen Körper, von deiner Geburt so viel mitbekommen wie von deiner Auflösung. Und du kannst durchaus beides mitbekommen. Das war ja eine einseitige Aussage, hast du aufgepasst? Du kriegst nämlich ganz bewusst als Geist mit, wenn du wieder an deinen Körper denkst. Was du nicht mehr kriegst, wenn es sich auflöst. Weil das wieder unser Plus-Minus ist. Aber du kannst in dem Moment, wo dein Körper auftaucht, in dem Moment, wo du wieder bewusst an deinen Körper denkst, kannst du dir bewusst machen, und jetzt kommt die normale Logik, dass du, bevor du ihn gedacht hast, er vorher nicht da war. Aber dieses Dasein und Nicht-Dasein ist wie der Wellenberg und das Wellental. Ein Berg, sobald er da ist, ist auch ein Tal da. Wir nennen das einfach mal existieren und nicht existieren. Es klingt nur ungewohnt, wenn man mit normaler materialistisch-religiöser Logik denkt. Es ist aber die exakte Beschreibung von dem, was ist. Und was ich jetzt gerade mit der Kamera obscura gesagt habe, ist schlichtweg dieser eine Punkt, ist schlichtweg unser Rai. Sobald du zum Denken anfängst, ist in dem Rai, ist eine Information, die ist ja nicht hinter, indern, die ist indern, ist in dem Rai. Und das, was du dir vorstellst,
Der Form Spiegel, die zu Form gewordene Figur, ist jetzt zwangsläufig, dass du dich in einen ausgedachten Raum irgendwo hinsetzt. Dass du sagst, ich bin jetzt da oder da oder da. Wobei du genau genommen der Formspiegel in seinem blauen Kopf immer der Mittelpunkt ist, egal was er um sich herum ausdenkt. Das ist das neue Weltbild in ganz wenigen Worten. Das eigentlich nur neo-neu ist, weil das schon immer so war. Das Immersein, das ist nämlich der Punkt, dieser kleine Punkt in der Kamera obscura. Dann haben wir einen innerhalb des Raums und außerhalb des Raums. Und jetzt muss man, weil der Materialismus ja alles auf den Kopf spielt, auf den Kopf stellt, ist das Problem, dass das Außen eigentlich innen ist. Was war zuerst da? Die Frage stellt sich nicht, wenn man das Prinzip verstanden hat. Kategorie 2. Ja, dieses ständige Hochkonstruieren, das sich im Lauf der Zeit etwas entwickelt, ist ein totaler Blödsinn. Ich sage immer wieder das Ei und die Henne. Der größte Trugschluss ist zu glauben, dass das, was du jetzt denkst, was in der Vergangenheit war, dass das schon in der Vergangenheit war, bevor du es gedacht hast. Was du denkst, ist immer in dem Moment, wo du es denkst und so lange, wie du es denkst. Das ist das Ausgedachte. Und es ist hier und jetzt in diesem roten Kopf, in diesem Punkt. Und es ist in diesem Punkt ersichtlich, weil du eben dieses Spiel machst, weil du das so aufspannst. Und wenn du es nicht mehr denkst, ist es im Meer noch da, aber im Meer selber, wenn wir uns jetzt bewusst räumlich denken, sind im Meer sind keine Wellen. Das ist ein oberflächliches Phänomen. Ich könnte jetzt sagen, in der 200 Gramm roten Jede sind keine Formen. Es ist nur ein oberflächliches Phänomen. Und Continuum. das wird jetzt sehr interessant, wenn wir jetzt, ich mache mal extra, wo wir gerade dabei sind, wir springen mal in die Quantenmechanik. Ich hoffe, ich habe jetzt das nicht vorbereitet, das machen wir aus dem Stegreif. Ich suche das einmal ganz, ganz kurz her. Ich hoffe, ich habe das abgespeichert. Und zwar machen wir einfach mal die Quantenbits. Quantencomputer. Ich stelle da mal ein paar Sachen hin. Warum ist die auch leer? Quantencomputer Teil 1, Teil 2. Die haben wir schon mal gehabt. Wir lassen mal schauen, ob ich den jetzt hier habe. Dann schauen wir mal schnell, ob wir das hinkriegen, ob das hinhaut. Das ist ja immer wieder, wo ich sage, es hat ja jeder recht. Habt ihr meinen Bildschirm? Ja. 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 Das ist das dann mal mit dem Wort Vakuum. Ich kann immer wieder bloß von vornherein, ich wiederhole das und ich wiederhole das. Wir schauen da bloß ganz kurz rein. Das Verrückte an Holofeeling ist, dass wirklich jeder recht hat. Ja. Aber es ist wie mit den Perspektiven, der Henkel ist rechts und der Henkel ist links. Es sind Einzelteile. Die wissen nicht, was das heilige Ganze ist. Das heilige Ganze ist der Denker, der sich das ausdenkt. Wenn wir im klassischen Sinn das Vakuum wissen, wir ja, heißt ja Rollen. Wenn ich jetzt da Vakuum reingebe, das Geheimnis liegt immer in den Worten. Und jetzt ist natürlich hier schon das große Problem, da steht jetzt in der Physik der Raum mit einer stark verdünnten Gas. Das ist eine Vorstellung. Gas siehst du nicht. Die Luft, die du atmest, diesen Sauerstoff-Stickstoff-Gemisch, unsichtbare Gase, das sieht keiner. Leerer, unangefüllter Raum. Und wenn ich jetzt in die Etymologie gehe, dann merke ich, Vagus ist leer, ledig. Das ist aber im Eigentlichen heißt es leerer Raum, Leere. Es ist nichts drin. Okay, das ist das Vakuum. Jetzt nennen wir das Vakuum selber, nennen wir Volumen. Ypsilon, kleinen Moment, würde ich jetzt Latein. Da haben wir jetzt einmal das Volumen und da haben wir das Licht schon. Ja. Habt ihr das Bild? Ja. Ja. Schaut, es ist ganz interessant. V ist bistabil aufgespanntes Rollen von Licht, Lumen. Etwas, was gerollt, gewickelt, gebunden ist. Jetzt wird natürlich jetzt übertragen, hast du mal gesagt, das ist eine Schriftrolle, was früher die ursprüngliche Form vom Buch war. Im Anfang war das Wort, das wird dargelegt in einer Schrift und es beginnt anzurollen. Aber genau genommen ist magnitudo volumis, voluminis,
Das heißt schlichtweg und einfach, und da unten ist es richtig, ein Karais, das ist wie ein Spiegelbewusstsein. Dieses Spiegelbewusstsein kriegt eine Krümmung. Kore ist jetzt die Weide, auch das Lamm, und das wird aufgespannte 2M, ist der aufgespannte Existenz des Geistes. Und das beginnt jetzt, wir in Gott, wir BL, wir in Gott, kriegen jetzt die Welle. Das sind Gedankenwellen, das steht in den Worten, ist das reine Physik. Und jetzt schauen wir mal ganz auf, was die Physiker dazu sagen. Das ist natürlich alles nachgeplappert. Vakuum ist der Raum, in dem überhaupt nichts vorhanden ist. Also keine Gegenstände, keine Luft, total leer. Die Quantenphysiker kommen jetzt aber her und sagen uns, dass das Vakuum gar nicht leer sein kann. Wie die Quantenphysiker auf so eine wirre Idee kommen, darum geht es in diesem Video. Es ist das dann mal ganz wichtig, du siehst immer nur Unterschiede. Ein weiß geschriebene Namen auf einem weißen Blatt Papier siehst du nicht. Darum wiederhole ich immer wieder diese Sachen, wenn ich mir jetzt einen Punkt denke, dann ist der Punkt, den ich mir denke, schon eine kleine Fläche. Und zu der kleinen Fläche gehört eine große Fläche, das ist das weiße Blatt Papier drumherum. Jetzt denke ich mir aber das weiße Blatt Papier begrenzt. Ich habe das kleine Bild ja mit drauf bei der Aufnahme. Ja. Und jetzt ist es so, wenn ich jetzt den Punkt wirklich klein mache, zu einem reinen arithmetischen Punkt, dann ist der ein absolutes Nichts. Und wenn ich den Punkt verkleine, das nennen wir All, muss im selben Moment das weiße Blatt Papier spiegelverkehrt immer größer werden, es wird dann unendlich groß. Das ist das All und das La. Implodiert, explodiert. Wenn ich jetzt mir das dreidimensional vorstelle, denke ich mir statt einem Punkt eine kleine Kugel, die natürlich jetzt vorgestellt, ein dreidimensional ausgedachtes Objekt ist. Und wenn ich das immer kleiner mache, bis die Kugel wirklich auch ein Punkt wird, ist das eingebettet in einen dreidimensional ausgedachten Raum, der dann unendlich groß wird, der hat aber dann keine Grenzen mehr. Sobald die jetzt diese Vakuum-Experimente machen, schaffen die einen leeren Raum in irgendeinem, meinetwegen in einem Glasbehälter, in einer Kammer. Aber die Kammer, ich setze immer wieder eine Grenze, wo es ein Innerhalb und ein Außerhalb gibt. Und genau genommen ist es der Punkt in unserer Kamera Obscura, was ich gerade erklärt habe. Und aus diesem Punkt entspringen jetzt, hören wir mal, was er sagt. Auf der Größenordnung der Atome gelten die Gesetze der Quantenphysik. Und eines dieser Gesetze ist die Heisenbergsche unscharfe Relation. Wenn wir den exakten Ort eines Teilchens messen wollen, dann beeinflussen wir durch die Messung unbewusst die Geschwindigkeit des Teilchens. Also das ist schon das große Problem, weil sich in dem Punkt nichts bewegt. Es bewegt sich, aber es bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit. Du denkst immer mit Lichtgeschwindigkeit, und sobald du mit Lichtgeschwindigkeit denkst, bewegt sich das nicht mehr durch Raum und Zeit, sondern es werden nur mit Lichtgeschwindigkeit Bilder ausgetauscht. Darum ist das Licht quantisiert. Es sind immer Einzelbilder, wie wenn du einen Film anschaust. Ja. Es sind einfach nur in einer Datei, haben wir tausende von Bildern, und wenn man die nacheinander nach Endchat auf Hebräisch heißt ruhend. Ja. Das ist nach. In Ruhe, vollkommen in Ruhe. Und wenn man jetzt in dieser Ruhe die nacheinander, jetzt können wir hier Ain schreiben, das heißt nicht existieren. Das Ruhende ist nicht existieren, ein Nicht-Vorhandensein. Existere heißt nicht herausgetreten, das heißt nicht, dass es da nicht da ist. Das ist das, was ich am Anfang erzählt habe. Wenn in dir was existiert, existiert was aus dem absoluten Nichts. Existiert, hast du mal was innerhalb von dir, das tritt also aus dem absoluten Nichts in das, was du in mir nennst. Ja. Okay, ein, und jetzt kommt diese Schöpfung, ist eine existierende Öffnung, AND. Ja. Der Schöpfer mit seiner existierenden Öffnung. Und jetzt ist wichtig, dass das alle als imperfekt gelesen heißt, ich werde zu einer existierenden Öffnung, und diese existierende Öffnung für dich alleine, das ist jetzt schwankend, sich bewegend, hin und her bewegend, wankend, das hebräische Wort. Das habe ich oft erklärt, das heißt auch Damm, da mal eine geöffnete Schöpfung besteht aus 2 MM, das ist der Moment, den du wahrnimmst. MOM, das sind die 2 M, und dieser Moment ist definitiv der Fehler, das ist, was jetzt angeblich in dir fehlt. Dein Moment, jetzt ist er da. Das ist jetzt der Fehler, aber das sind jetzt diese Facettenlichter in den Ecken, ist das, wo du dich hinfokussierst. Genau. Darum ist es dein Gebrechen. Gebet. Ich sage immer schon, haben es mich gescholten, wo ich sage, in den Gebrechen steckt das Rechnen mit drin. Ja.
Genau. Ich kann auch riechen sagen, aber GB, tausendfach darauf eingegangen, ich mag es nochmal, dieses GB haben wir jetzt, diese Augenbecken, AGN hebraisiert Becken, ist das Äußere, die äußere Aue. Die Augenbraue. Die Aue schreibt sich Kor übrigens, wenn dich erinnerst, das habe ich gerade angesprochen, das ist die Aue. Das passt lückenlos. Und das ist jetzt der Bugel von dem Schild, Shin, die Logik des Kindes. Die Logik des Kindes schmeißt jetzt am Bugel auf. Das ist deine Gedankenwelle, die eine Seite, wo du anschaust. Ich könnte auch auf der Verabredung dein Gesichtsfett sagen. Das ist das Erhöhte, die Erhöhung, da braucht man eine Erwiderung. Das Innerhalb braucht das Außerhalb und umgekehrt. Das dreht sich jetzt in einer Felge. Dieses Gewölbe, Gewölbte geht jetzt wieder nach unten. Das beschreibt jetzt eine Sinuskurve. Dann kriegst du die Rückseite, den Rücken, die Rückseite, genau. Sockel und dann landest du im Wasserbehälter. Das ist der Punkt, das ist El Ayon. Interessant, ne? Ja. Ich gehe nochmal zu dem Fehler. Drum ist plötzlich eine Körperbehinderung da, weil sobald du dir was ausdenkst, entstehen in dir Körper. Da jeder Körper, den du dir ausdenkst, ein Makel an dir selber ist, weil du meinst, du hast damit nichts zu tun. Das ist das Spiel. Und das sieht jetzt ein paar Physiker, die natürlich nur Vorstellungen machen. Das alles Zeug schon, das Atom heißt das Unteilbare. Es ist eigentlich schon ein Widerspruch, ein Entheiligen des Wortes Atom, wenn ich meine, ein Atom besteht aus Protonen und Elektronen. Mhm. Weil dann ich das Unteilbare teile. Wir können Ort und Geschwindigkeit nie exakt zugleich wissen. Je mehr wir über das... Wir können ja beides gleich wissen. Der Ort ist immer hier und die Geschwindigkeit, Lichtgeschwindigkeit ist jetzt. Weil alles, was du denkst, egal wo du dir das örtlich wie raumzeitlich ausdenkst, wo dich hinstellst, ist immer hier und jetzt. In einem ständigen Wechsel mit Lichtgeschwindigkeit. Eine wissen, desto weniger haben wir Ahnung. Da sind wir drauf eingegangen, da gehe ich jetzt nicht nochmal drauf ein, nochmal geschwindig schon. Die Geschwindigkeit als Ding an sich ist definiert, Kilometer pro Stunde meinetwegen. Du brauchst beides. An einem Punkt gibt es keine Geschwindigkeit mehr. Das stimmt nicht ganz, weil das eine einseitige Einseitigung ist. Selbstverständlich kann sich auch in einem Punkt was bewegen, aber nur mit Lichtgeschwindigkeit. Weil sobald sich was mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, bewegt es sich nicht mehr durch Raum und Zeit, sondern es bewegt sich nur in einem ständigen Wechsel in den Punkt. Denk an Band 8, wo ich dir die spezielle Relativitätstheorie beschreibe. Die beweist, dass sich alles in einem Punkt mit Lichtgeschwindigkeit bewegt. Das heißt nicht von A nach B. Über das andere. Das ist das Prinzip der Unschärfe. Laut diesem Gesetz haben wir überall auf atomarer Größe immer ein bestimmtes Mindestmaß an Unschärfe, auch wenn gar kein Beobachter oder eine Messvorrichtung vorhanden ist. Das gilt nun auch für die zwei Größen Energie und Zeit. Quantenmechanisch gesehen muss auch im Vakuum immer ein winziger Grad an Unschärfe vorhanden sein. Er sagt immer so schön, in mir. Die Unschärfe ist die Einseitigkeit, die du machst, weil du nur eine winzige Facette anschaust von dem, was eigentlich immer da ist. Das ist wie wenn du in deinem Zimmer stehst. Das Zimmer kannst du nicht sehen, sobald du irgendwas anschaust, hast du Unschärfe in Bezug auf das Zimmer. Schau auf die Tastatur. Die Tastatur kannst du zwar sehen, aber du hast da Unschärfe. Du siehst es drumherum nur sehr unscharf, außer du veränderst den Fokus und es beginnt schon. Schärfe kriegst du, wenn du dich fokussierst auf irgendeine Taste. Das haben wir so oft durchgespielt. Ich sage wieder, schau auf die Plus-Taste. Hast du, wenn du die Tastatur anschaust, dir bewusst gemacht, dass über der Plus-Taste ein kleines Sternchen ist und rechts daneben eine Welle? Das ist die Unschärfe. Du musst dich fokussieren. Und jetzt kommt das Verrückte, diese verborgene Harmonie der Dinge, dass du in dem absoluten Punkt, wenn du dich befindest von unserer Kamera Obscura, hast du die Schärfe für alles. Das ist die Weisheit. Aber kein Einzelbild mehr. Ja. Weil alles gleichzeitig da ist. Lückenlose Zusammenhänge. Das ist dann im Alltag. In deinem Alltag, das ist der Satz, wenn ich immer wieder sage, zum Beispiel, kennst du das Buch und du sagst ja. Ja. Und ich sage, kannst du lesen und schreiben? Dann sagst du ja. Da ist überhaupt kein Wort und nichts und keine Grammatikregeln in dem ja. Das ist jetzt ein spezieller Punkt, in dem sich all diese Regeln befinden. Ist jetzt das ungenau, wenn du ja sagst, oder ist es genau? Das ist schon wieder Kategorie 2 Frage, beides gleichzeitig. Ja, genau. Es ist beides gleichzeitig. Es ist die absolute Genauigkeit, die in Bezug auf Einzeldinge natürlich ungenau ist. Kannst du lesen und schreiben? Ja. Ist es ungenau, wenn du das sagst? Es ist sehr, sehr genau, aber nicht in Bezug auf Grammatikregeln und so weiter und so fort.
vorhanden sein, was die Energie angeht. Das heißt, dass die Energie im Vakuum nie wirklich null sein kann, denn dann gäbe es ja keine Unschärfe und sie wäre genau bestimmt. Selbst Vakuum sollte deshalb eine geringe Menge Energie... Das ist jetzt schon das große Problem, dass auch Physiker sagen, vor dem Urknall, dieses Nihil, wie ich sage, creatio ex nihilo, dieses Nihil, dieses Nichts ist dieser absolute Punkt in unserer Camera Obscura, mit dem Innerhalb und dem Außerhalb. Das sind die zwei Seiten. Aber was jetzt ist, dass auch Physiker sagen, ganz nichts kann das Vakuum, ja, Entschuldigung, kann der Urknall, bevor er geknallt hat, ja nicht gewesen sein, sonst hätte er nichts entspringen können aus dem Urknall. Das ist jetzt, die können nicht loslassen, die wollen von dem absoluten Nichts, das heißt, die wollen von Geist, rot geschrieben, nichts wissen. Der ist nämlich das absolute Nichts. Für kurze Zeiträume besitzen. Und diese winzigen Energieschwankungen des Vakuums nennt man Quantenfluktuationen. Daraus folgt, dass für eine kurze Zeitdauer sogenannte virtuelle Daten... Ja, das ist jetzt genau die Gedankenwelt, was ich mit den Fingern immer mache. Genau. Sobald was nach oben geht, geht was nach unten und das Rot und das Blaue taucht als Rot-Blau auf, innerhalb und außerhalb. Immer dran denken, innerhalb und außerhalb heißt nicht, dass es außerhalb deines Kopfes sein muss. Es ist erst einmal alles innerhalb dieses absolut nie dieses Nichts, das du selbst bist, sondern aus dem entspringt jetzt erst einmal was in dich rein als Information. Und jetzt ist durchaus bei unseren 16 Möglichkeiten, dass du, denk wieder an den Osterhasen, den du dir ja ausdenkst, aber der sich nur in dir befindet, du wirst nicht behaupten, der läuft irgendwo außerhalb deines Kopfes rum. Und irgendwann wirst du begreifen, dass selbst wenn du dir jetzt aus deinem Kopf was herausdenkst, zum Beispiel den Udo, den du dir jetzt irgendwo hindenkst da außen, dass der trotzdem in dir drin ist. Weil außen, ganz außen gibt es nicht. Mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Ich kann wieder sagen, halt verdammt nochmal meine Gebote. Mach dir kein Bild von dir selber, weil wenn du an dich denkst, bist du auch bloß wieder eine Information. Teilchen im Vakuum entstehen können. Solche virtuellen Teilchen kann man sich als Teilchen-Antiteilchen-Paare vorstellen. Ich nenne das Wellenberg und Wellendahl. Ja. Wobei das jetzt eine extreme Abstraktion ist, weil das wirklich genau genommen sagst du mal 16 Seiten sind, die du nachvollziehen kannst. Das lassen wir mal gut sein und jetzt schauen wir uns hier Vorlesung über Quantenbits an. Wir müssten jetzt vorne gehen, was ein Bit ist, ist klar. Das ist der Schalter, der entweder an oder aus ist. Das ist jetzt sehr interessant, wenn jetzt hier einer eine Vorlesung hält. Diese ganzen Professoren, egal, ob das eine ideologische Vorlesung ist oder eine physikalische oder eine chemische Vorlesung ist, all das, was diese angeblich gescheiten Menschen, geschieden von der wirklichen Weisheit, was die dir erzählen, sie rezitieren das, was man ihnen, ich sage immer in Elternhaus, Schule und an der Universität, erzählt hat. Denkt wieder an unseren Gassner, wo uns die Aufnahme eines Photons im Flug zeigt. Ja. Wo dann noch dazu kommt, er klotzt auf einen Monitor und sagt, das ist ein Photon, der weiß ja nicht, was er spricht. Ich zitiere mal mich, ihr Menschen, die ihr außen zu leben glaubt, ihr seht laufend Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Warum akzeptierst du das nicht? Hast du es schon akzeptiert, wenn du eine Zeitung liest, dass das Einzige, was da ist, ein Fetzen Papier ist, wo Farbe drauf gespritzt ist? Das, was du jetzt alles siehst, machst du aus diesen Schriftzeichen, aus deinem Wortverständnis heraus. Du bist der Schöpfer für das, was du denkst, wenn du eine Zeitung oder ein Buch liest. Und du bestimmst, ob das stimmt oder nicht stimmt, ob das gut ist, ob das böse ist. Es macht alles dein Programm. Das ist hundertprozentig sicher. Aber jetzt, ich sage jetzt gezielt einmal Redo, jetzt pass auf, was das Quantenbit wirklich sagt. Ich lasse das einmal schnell laufen. Mhm. Fangen wir mal an, ein bisschen uns anzuschauen, was die Grundeinheit des Quantencomputers ist. Sie kennen eben alle die Grundeinheit des normalen Computers, das Bit. So, wir bleiben jetzt gleich einmal bei dem Bit. Das Bit, das ist die Camera Obscura. Bi auf Hebräisch heißt in mir. Und zwei. Und wenn wir es griechisch lesen, das griechische Wort Bi heißt zwei. Okay, das heißt jetzt auch mit Verlaub, aber Bi, meine Polarität, das ist im Hebräischen Bi, griechisch zwei. Wenn man eine in mir ist eine Erscheinung, kann ich auch lesen, das sind zwei Erscheinungen. Das ist das Haus, das heißt auch Heim, Hayom, das ist es mehr. Wenn ich das T rot schreibe, dann haben wir das Immerseiende. In mir, inmitten verbunden ist Gott und das ist das immer Daseiende, rot geschrieben.
Wenn ich es griechisch mache, griechisch beginnt mit gr. Und gr, wissen wir, heißt ja das Fremde, der Reisende, der in der Fremde rumläuft. Das ist die Figur, die jetzt in dem Cyberspace oder in der Traumwelt rumläuft. Das ist außen, außerhalb dieser absoluten Innen, des absoluten Innen. Und dein Intellekt macht jetzt die Erscheinung. Innerhalb, außerhalb. Da steht schon Ha'al, ist der Gott, wird Bola. Wir wissen das ja alles. Das ist das Bit als solches einmal betrachtet. Und das Quantenbit beginnt erst einmal affin aufgespannt. Okay. Und das ist jetzt interessant, das ist das hebräische Wort, dieses affin aufgespannte für eine Messschnur, für eine Richtschnur, für eine Schnur. Da haben wir schon die Logik, fängt an zu flackern, weil nur ist ein flackerndes Licht. Jetzt fängt die Logik an zu flackern. Die Berechnungen deines Ichs sind gespiegelt logisches Flackern. Das ist die Richtschnur. Und das ist jetzt auch ein Strich. Das heißt, ein SDR, ein verstecktes oder geheimnisvolles Ich, können wir rot-blau machen, und das fängt jetzt an, dich auszukleiden. Du fängst dich an, einzusäumen mit dem, was du dir ausdenkst. Übrigens auch wird es im Hebräischen benutzt für das Land eines Betrunkenen, und du bist besoffen von deinem Glauben, ob du einen religiösen, einen esoterischen Glauben hast, ob du einen naturwissenschaftlichen, du bist ein Besoffener, du flackerst in dir rum und du hast komplett vergessen, wer du selbst bist. Steht doch schon alles da, oder? Ja. Das ist seine Affinität, wird affin aufgespannt. Das sind die Affin, der Affe, der etwas nachäfft. Das ist, diese, das ist unser Camera Obscura innen und außen. Das ist die affine Spiegelung, nennen wir das. Darum nennt man auch der F was nach, wenn du irgendwas nachplapperst. Wir können das ins Lateinische reingehen, dann ist das Wort Affe ist dann Simula, da kommt die Simulation her. Simulation ist nur in einer anderen Sprache das Wort von Nachäffen. Du simulierst Weisheit und bist bloß besoffen mit Wissen, mit einseitigem Wissen. Und dann haben wir ja noch dieses AND. Aber diese Radix AND wird es jetzt ganz interessant. Das ist erst einmal der Schöpfer mit der existierenden Erscheinung. Und dann sollte man jetzt wissen, dass das ND alleine, habe ich oft gesagt, NT, TNT, hast imperfekt gelesen, ich werde gegeben, geben. Da haben wir wieder unser Geb, unser Aufabschwingen, eine aufabschwingende Existenz. Gut? Ja. Jetzt haben wir nur das Quant-AND, Bit, und wir hören nochmal weiter, wie er weiterredet. Und das habe ich hier dargestellt als Pfeile. Okay, und das Bit kann dann eben zwei Zustände annehmen. Okay, der Pfeil kann nach oben zeigen, das ist die 1, und der Pfeil kann nach unten zeigen, und das ist die 0. Ja, zwei Möglichkeiten. Und das quantenmechanische Bit, und kurzer sagt man dazu Qubit, ja, das quantenmechanische Bit, das kann... Das Qubit, wohlgemerkt, wieder dran denken mit unserem Q. Ein affin aufgespanntes Bit in mir sind zwei Erscheinungen. Ein affin aufgespanntes Haus, innerhalb, außerhalb. Das ist unser He. Steckt alles drin. Die Sprache ist komplette Physik. 0 und 1 gleichzeitig annehmen. Und das habe ich hier mal geschrieben als Pfeil nach unten, 0 plus, also und. Und jetzt denkst du, die 0 wäre das Nichts, das Wellendal ist, und der Pfeil ist eine, das in dir auftaucht, ist der Wellenberg. Die sagen, es ist entweder bloß der Berg da oder bloß ist da da. Nein, im Bit sind beides gleichzeitig da. Weil ja, es hast ja zwei Erscheinungen. Und wenn man das 3, jetzt wird hier schon dreidimensional gedacht, ihr erinnert euch, das kleine Bild ist mit drin, wenn ich jetzt ein flaches Bild habe und es ist alles in Flächen. Du kannst nur flächig, den dreidimensionalen Raum entsteht auf Verbindung zweier Flächen. Denk an die VR-Brille, dass ich immer wieder sage, kann jetzt Schrödingers Katze, wo man sagen, lebt die oder ist die tot, solange du nicht reinschaust, ist es entweder lebendig oder tot. Ich sage, wenn wir jetzt aber einen Schalter in der Kiste reinmachen, das, wir stellen uns den dreidimensional vor. Ich hoffe, das Bild unten ist mit dabei, weil ich das jetzt nicht sehe. Das ist ja normal das Schaltbild für einen Schalter. Wir sagen ganz einfach, das wären jetzt zwei Linien mit dem Schalter, jetzt ist er geschlossen, jetzt ist er geöffnet. Wenn ich den mir jetzt dreidimensional vorstelle in einer Kiste, ist er, wenn ich reinschaue, kann ich immer nur in einem gewissen Blickwinkel in die Kiste reinschauen. Und es sieht jetzt folgendermaßen aus, das, was ich sehe, ist ein flaches Bild. Wenn ich von oben drauf schaue, ist er geschlossen. Und wenn ich ihn von der Seite sehe, ist er offen. Das ist schon das Ganze.
Das Problem ist die dreidimensionale Vorstellung. Nach oben, und das klingt jetzt erstmal sehr esoterisch, aber das ist tatsächlich gar nicht so wild, solange man nur bei einem Qubit bleibt. Ja, man kann das hier mit Plus machen oder mit Minus, und da gibt es eine mathematische Darstellung, wo ich dann... Jetzt kommt das Problem, die mathematische Darstellung. Wir Geist wissen, dass das Wort Mathematik einfach nur das gelernte Wissen eines Dummkopfes, Tors, eines Unbewusstseins, ein reines mechanisches Nachäffen und Rezitieren von einprogrammiertem Wissen ist. Und das ist jetzt eine mathematische Darstellung. Das heißt, alles, was uns dir erzählt, ist das, was man ihnen erzählt hat. Er, wenn das beschwören müsste, würde er in Meinheit schwören. Er kann nur beschwören, man hat ihm das erzählt und in dem Buch war das drin gestanden. Oder du beschwörst, der Einstein hat die Relativitätstheorie entdeckt. Was willst du da entdecken? Es ist Wissen, das du rezitierst, das man dir erzählt hat. Es gibt zu 99,9999% von allen Tierchen, die in dir auftauchen, von allen Trockennasenaffen, die rezitieren. Und alles, was die als hundertprozentig sicher bewiesen ansehen, weil die so programmiert sind, das ist Geschwätz vom Zweiten. Du könntest das in meiner Präzision nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Und einfach sag, okay, der Pfeil, der zeigt nicht mehr nur nach oben und nach unten. Der darf jetzt in jede Richtung auf dieser Kugeloberfläche zeigen. Jetzt denk, wenn ich immer dir sage, hier unsere Radix-Horoskope in Bezug auf einen Punkt auf der Erdkugel, unsere Geodaten, die in Längen- und Breitengraden angegeben werden. Solange du nur zwei Angaben hast, hast du nur die Richtung, die eingenommen wird, diese Richtung, die Richtung, die Sichtweise, die eingenommen wird, aus dem Mittelpunkt heraus. Alles befindet sich in diesem Punkt. Und ich stell jetzt nur Blickwinkel ein, und wenn ich jetzt statt dieser Kugel diesen mittleren Punkt in einen Tetraederspiegel reinsetze, genau genommen in einen Tetraederstern, dann kriege ich genau unsere Kamera Obscura mit unendlich vielen Facetten, wo ich aber immer nur die Facette sehe, wo ich mich hineinfokussiere. Genau. Das ist ein quantenmechanisches Bit. Und diese Möglichkeit, dass das quantenmechanische Bit in alle Richtungen zeigen darf auf der Kugeloberfläche, ist erstmal schlecht. Das ist jetzt, du kannst immer, du bist immer die Mitte. Und egal, was du magst, ich erzähle das tausende Male, dann denkst du dir das aus und du stellst es vor dich hin. Selbst wenn du jetzt auf deine VR-Brille, wo ich sage, eine sinnlich wahrgenommene Information, wenn du die anschaust, kannst du dir im selben Moment in dir denken, da ist ja jetzt zwangsläufig was hinter mir. Ich betone nochmal das hinter mir. Und sobald du dir denkst, was jetzt angeblich hinter dir ist, das ja in dir drin ist, stellst du dir vor, was jetzt hinter dir ist, während du das bewusst auf der VR-Brille anschaust, was sinnlich wahrgenommen vor dir zu sein scheint. Weil alles, was in einer gewissen Entfernung vor dir außerhalb, halb außen ist, ist zwangsläufig in dir. Es ist aber genau genommen nicht einmal in dem ausgedachten Innen, sondern es ist immer an diesem einzelnen Punkt in der Kamera Obscura. Das ist jetzt nur, was du in dein Gehirn rein denkst, wo du sagst, das denke ich mir jetzt in meinem Gehirn als Information, ist in der Kammer, in der Kamera. Und was du meinst, was außerhalb deines Kopfes ist, ist das außerhalb deiner Kammer. Aber es ist immer in dem absoluten Nullpunkt. Weil das Innen und das Außen wie Wellenberg plus 5 minus 5 eigentlich arithmetisch gesehen immer nichts bleibt. Was sind die ganzen Gegenstände in einem Traum? Was ist alles, was du in einem Traum erlebst, ist genau genommen eigentlich nur ein imaginäres Austauschen von Informationen, wo absolut gesehen auf die Wellen bezogen, die trotzdem arithmetisch immer null sind. Es nihil bleibt nihil, auch wenn du dir was ausdenkst, bleibt es nichts, wenn du das vollkommen siehst. Warum? Weil, stellen Sie sich vor, Sie haben irgendeine Störung in Ihrem System. Immer, stell dir vor, denk dir das aus, denk dir das aus. Und dann gehst du die Gedankengänge mit und baust Vorstellungen und Bilder in dir auf. Aber die existieren nur, wenn du sie dir ausdenkst und vorstellst. Egal, wo du was hindenkst, ob du das in die Vergangenheit denkst oder woanders hindenkst, du denkst es dir aus dir, aus dem absoluten Mittelpunkt heraus. Du bist Gott, du bist der Geist, in dem sich alles befindet. Und was macht Ihr Bit? Ihr normales Bit zeigt zum Beispiel nach oben, das soll die 1 sein. Und irgendeine Störung agiert jetzt auf diesen Pfeil und lenkt den ein bisschen aus. Kein Problem, der zeigt immer noch nach oben. Ja? Ob der jetzt quasi ganz genau hierhin zeigt oder so ein bisschen rüber, ist kein Problem, ist immer noch die 1. Genauso nach unten, ja? Wenn der Pfeil ein bisschen ausgelenkt wird durch irgendeine Störung, kein Problem, bleibt die 0. Jetzt wollen Sie einen quantenmechanischen Bit haben und der soll jede Position auf dieser Kugel exakt ansteuern können. Sprich, jede kleine Störung führt dazu, dass der Zustand des quantenmechanischen Bits, des Qubits, falsch ist.
Und deshalb sagt man oft, diese Qubits sind intrinsisch sehr fehleranfällig. Und was Sie hier sehen ist, hier ist keine Quantenmechanik involviert, ja, in diesem Argument. Aber die Tatsache, dass wir hier in der echten Welt über winzig kleine quantenmechanische Systeme... Jetzt müssen wir das erste Mal schon wieder erklären, was intrinsisch heißt, wenn wir in die Wörter reingehen und es ist immer wieder dasselbe Spiel. Du musst dir Wörter genauer anschauen und störungsanfällig ist da überhaupt nichts. Das zu bauen in diesem Makrobereich, das ist rein Verwirklichen von Glauben, wo ich so oft sage, Handys sind schon Quantenmechanik und der Grund... Kern der Quantenmechanik ist schlichtweg und einfach das Beobachterphänomen. Der Beobachter bestimmt letzten Endes, was er sieht, wenn er das bewusst macht. Wenn er es bewusst macht. Er greift aber immer bloß auf sein intellektuelles Wissen zurück. Das ist wie wenn ich immer sage, du sitzt jetzt als normaler Mensch am Computer und gehst ins Internet. Wenn du träumst, kommt jede Internetseite aus dir. Was für einen Mikro-, Makro-, Nano-Bereich von den Möglichkeiten, die du prinzipiell anschauen könntest, schaust du dir ständig an. Du wiederholst immer wieder das, was deinem Intellekt in irgendeiner Form interessiert oder was ihn befriedigt. Alles, was für dich unlogisch oder fremd oder was dich nicht interessiert, beachtest du nicht. Und darum bleibst du immer im Bereich der Unheiligkeit, der Unvollkommenheit. Dementsprechend macht die Situation auch nicht besser. Ja? Das heißt, das ist das zentrale Problem beim Bauen des Quantencomputers, diese Fehleranfälligkeit. Nun, das ist, ich sage mal, das zentrale Problem ist, dass du immer bloß dich in eine Richtung fokussierst, aber die immer eigentlich... Von den 16 Perspektiven, die du jetzt dir bewusst machen könntest, auf die wir reichlich eingegangen sind, schaust du immer nur eine an und meinst, die anderen existieren nicht. Die sind auch da. Sie existieren bloß für dich nicht, weil du dieses Ja noch nicht verstanden hast. Kannst du lesen und schreiben? Ja. Kennst du deine Wohnung? Ja. Das sind keine Bilder. Bilder entstehen, wenn du aus dem Mittelpunkt in irgendeine Perspektive, da hätten wir jetzt das erste Mal in der Wohnung um uns herum die Zimmer. Das sind die Perspektiven der Wohnung. Das sind jetzt dreidimensionale Perspektiven. Ich wiederhole nochmal, wenn ich dich frage, ist jetzt eine Wohnung, ist das eigentlich ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, ein Badezimmer, ist eine dumme Frage. Das sind Einzelteile, Kollektionen, einzelne Komplexe dieser großen Kollektion, die wir Wohnung nennen. Wenn ich jetzt aber in ein Zimmer reingehe, mein Küchenbeispiel, dann kann ich auch wieder, wenn ich dann mich in die Küche reindenke, in diese Perspektive, schaue ich wieder aus dem Zentrum der Küche heraus und dann sehe ich ein Herd, ein Fenster und so weiter. Das sind jetzt wieder Facetten einer Kollektion, die wir Küche nennen. Kollektion in Kollektion in Kollektion. Kollektion, Selektion, Kollektion, Selektion. So fokussierst du dich in die Struktur deines Wissens hinein. Und erst ganz unten, wenn du einseitig was kriegst du Bilder. Was kann ich machen mit dem Quantencomputer? Warum würde ich einen bauen wollen? Das versteht man am besten, wenn man sich nicht ein Bit anguckt und nicht ein Qubit, sondern viele. Stellen Sie sich zwei normale Bits vor, ein Register mit zwei Bits. Dann können die in eine Möglichkeit sein. Ja, Sie können einfach zum Beispiel dieses Register aus zwei Bits... Jetzt kommt viel Geschwätz, was sehr wirre wird. Du kannst dir das anhören, unten kannst du hierher suchen. Ich mache mal da mein Bild wieder zurück. Das ist jetzt, dass die wirklich nicht wissen, was sie sprechen. Die leben in reinen Vorstellungswelten. Und jeder hat eine andere Vorstellungswelt. Ich sage, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Und darum ist es erst einmal wichtig, dass du begreifst, was du selbst bist. Du bist das Einzige, was immer ist. Mach dir das klar. Und wir wissen mittlerweile, jetzt rede ich wieder normal, ich meine damit, wir reden auf dieser Brüssel-Ebene mit der anerzogenen Logik, wie lange der Prozess dauert, 15, 20 Jahre, tausende und abertausende Male wiederholen und plötzlich kriegst du das Heureka. Und dann merkst du die Sinnlosigkeit von Ärger, die Sinnlosigkeit von Trauer, die Sinnlosigkeit von Angst. Ja. Es wird in der Zukunft nichts passieren. Alles, was auftaucht, taucht jetzt auf und es verschwindet jetzt. Die Schwierigkeit ist, dass du dich in deinem Denken in ein Gefängnis deiner Logik einsperrst, dass du ständig dieselben Bilder wiederholst, auch wenn du an deinen Körper denkst, die dann immer nur die gleichen Bilder sind. Dasselbe ist nur in dir. Da muss man wissen, die gleiche. Wenn du an dich denkst, bist du immer derselbe Geist. Und der muss jetzt ganz bewusst, dass der rot ist. Der ist etwas, was nicht existieren kann. Geist kann nicht existieren. Ich kann auch sagen, Gott kann nicht existieren oder Energie kann nicht existieren. Was existiert, sind die Unterschiede an der Oberfläche, die Gedankenwellen. Und die unterliegen an ständigen Existenz, Existere heraustreten, ist definitiv was
ich benutze mal das Wort ein zeitliches Phänomen, obwohl wir ja wissen, dass das hebräische Wort für Zeit eigentlich nur eine augenblickliche Erscheinung heißt. Auch wenn man Samen ist, auch ein hebräisches Wort, das heißt eine festgesetzte Zeit oder ein Zeitpunkt. Mhm. Oder dann Olam ist ja auch die Zeit. Mhm. Erinnere dich diese eine Seite, zwei Zeiten und eine halbe Zeit wieder. Geht jetzt in dennoch reingehen zu viel. Oh, okay. Das haben wir schon mal gesagt, dass das in der deutschen Übersetzung, das ist immer wieder das große Problem. Das Deutsch haben wir die Probleme, auch im Englischen, wenn du übersetzen tust, dass du definitiv zuerst einmal wissen musst, steht da Mensch oder steht da Enosch oder Adam? Ja. Steht da Ani oder steht da Anoki? Das wird immer bloß mit Ich oder mit Mensch übersetzt. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Das geht komplett alles verloren. Jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Was natürlich der Frosch auch wieder einen Sinn hat. So viel reden in die jetzt ausgedachten Tage, Gott sei Dank, war in der Vergangenheit nichts. Du kriegst dann den Frieden, dann wirst du merken, Trauer, all das ganze Zeug, es ist unendlich sinnlos. Und dann kommst du irgendwann aber an einer gewissen Reife, an einem Punkt, dass du was Neues erleben willst. Und ich sage immer wieder, das Neue kriegst du wirklich nur, wenn du das Alte hergibst. Aber du kannst es ja nicht verlieren. Jetzt haben wir wieder unsere Computermetapher. Das, was in dir läuft, ist zurzeit das Programm und die Daten im Arbeitsspeicher. Aber wo kommen die her? Aus der Festplatte. Und auf der Festplatte wiederum, das ist jetzt immer wieder, sage ich, das Wissen, das du prinzipiell greifen könntest. Es gibt noch viel, viel Wissen im Internet, das du noch nicht auf der Festplatte hast. Ich habe gesagt, wenn du jetzt ganz einfach, wir nennen dich einfach mal Ich, rotes Ich mit einem blauen Ich, mit einem gewissen Intellekt. Und auf den Intellekt ist ja das Wissen von unheimlich viel Wissen. Das hast du im Arbeitsspeicher jetzt. Du weißt, dass da außen in der Welt, das ist der erste große Fehler, du musst es immer spiegeln, das ist in dir drin. Unheimlich viel Wissen ist im Internet. Internet, nicht Außernet. Das Internet ist dann nochmal eine Stufe unter der Festplatte von dir. Wenn du das Wissen haben willst, musst du das von dem Internet erst einmal auf deine Festplatte laden, aber auf der Festplatte, das ist ein rot, vollroter, abstrakter Bereich. Und erst wenn du das dann durch Neugier in dir erwächst, kannst du es in Arbeitsspeicher laden. Mhm. Und du tauschst jetzt eigentlich immer bloß, wenn wir verschiedene Videospiele spielen. Ich sage, jetzt kann jetzt GTA spielen, das ist eine moderne Welt, eine Großstadt. Ich kann dasselbe eine Westernwelt aufbauen. Das sind übrigens Rockfor Games, heißt diese Firma, die das programmiert. Rockfor hat diese zwei, das sind mit die größten offenen Welten, die man als Videospiel am Computer spielen kann und simulieren kann. Rock, haben wir schon wieder den Feld zur Formwertung. Genau. Zur Formwertung eines Programms. Mhm. Und dein Programm ist dein Intellekt. Das ist das, wie ich immer ganz simpel sage, das Buch, das du das Lebensbuch, das du liest. Mhm. Aber in dir ist ein ganzes Bücherregal, die ganze Bibliothek ist in dir drin. Du wirst aber nie was anderes erleben, weil du ja so bestrebt bist, deine momentanen Facetten von deinem jetzigen Buch am Leben zu halten. Und wenn ich ja Science-Fiction-Buch lese, dann habe ich kein Mittelalterbuch. War übrigens eine einseitige Aussage. Es gibt durchaus dann wieder Science-Fiction-Filme, wo es Zeitreisen gibt, wo die ins Mittelalter zurückreisen. Dann hast du ein Buch, wo beides gleichzeitig drin ist. Je nachdem, auf welcher Seite du bist, was beschrieben wird. Mir geht es um geistige Beweglichkeit, um Fantasie. Aber deine Logik, logisch, was logisch ist, ist fantasielos, es ist programmiert. Für die Fantasie brauchst du die Inspiration, du musst eine Quelle anzapfen, die in dir drin ist, die sich dir aber vollkommen verschließt, solange du bloß logisch bleibst. Weil im Fantasie was ist, was eigentlich unlogisch ist. Selbst diese Aussage erscheint dir jetzt logisch, aber in dem praktischen Betrieb wirst du das niemals zu sehen bekommen. Mhm. Auch die Neugier. Das ist immer, jeder normale Mensch ist extrem neugierig, aber das, was er dann neu haben will, wo er die Gier drauf hat, muss er mit seiner Logik, seiner jetzigen Logik anfassen können. Die Logik selber will keiner verändern. Diese Erweiterung der Logik. Weil das erfordert erst einmal, dass du neu, vollkommen neue, unlogische Bausteine an dich anlegst. Und das ist das schöne Beispiel mit den Puzzlestücken, wo ich sage, jedes Bild, jede Facette, die in dir auftaucht, ist ein Produkt, und das war jetzt ein schönes Stichwort, wir schauen uns jetzt mal, was ist eigentlich ein Produkt? Wer, Redo, was ist ein Produkt? Lass uns das, ich übertrage mal nochmal den Bildschirm.
Das ist einmal das Landläufige, was hier besprochen wird. Ein Produkt, ein materielles Ergebnis menschlicher Arbeit, das der Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse dient. Das lernst du in der Schule, das ist ein vollkommenes Blödsinn. Das ist natürlich auch richtig, wenn man so programmiert ist, sieht man das so. Materielles Ergebnis menschlicher Arbeit, ein zweifelhaftes Produkt, ein Produkt der Fantasie, ein Produkt der Umwelt und so weiter. Aber schau mal, produzieren heißt erst einmal etwas herstellen, etwas erzeugen. HR, Wahrnehmung, die erweckt wird, oder HR heißt ja zuerst einmal für uns, HR ist eine wahrgenommene Berechnung. Ein Produkt, das du herstellst, ist zuerst einmal eine von dir mit deiner Logik getätigte, wahrgenommene Berechnung. Zum Beispiel ist jetzt das heliozentrische Weltbild, sobald du das denkst, ein Produkt. Da du jetzt in dem Moment, wo du dir das ausdenkst, einen Wellenberg aufschmeißt, ist es eine Berg-Gag-End. GG heißt ausgedacht. END, Elef nun Dalet, heißt, ich werde auf und abschwingen. Wo wir eine Berggegend haben, brauchen wir ein Dal. Wir haben wieder unser Geb. Der Geist, die Synthese wird polar und dann kriegen wir wieder unsere Welle, unser Auf-Abschwingen, wo ich tausendmal erklärt habe. Das ist auch ein Mondieren. Mon, Radix MN, das ist unser Mana, das Mana von Dieren. Bibelgeschichte, gehe ich jetzt nicht genauer drauf ein. Wir wissen natürlich, dass dieses hebräische Wort Berg, die verborgene Harmonie, wenn man das deutsche Wort Berg wieder rot hebräisieren, heißt es immer Wachtengeist. Dieses Solo-Feeling ist lückenlos. Das ist jetzt übrigens noch eine extreme Vereinfachung, eine Kindergartensprache, die du mit deiner jetzigen Logik schon nachvollziehen kannst. Wir waren beim Produkt, beim Herstellen, du stellst dann diese wahrgenommene Berechnung, stellst du vor dich hin. Das sind dann übrigens raumzeitliche Spiegelungen, sind das Joch, das L. Und das ist letztendlich eine auseinandergeschmissene Existenz. Das ist dein Zeugnis, das bringst du hervor, ein Hervorbringen, ein Erzeugen, ein Vorführen, ein Vorstellen, vor sich hinstellen, ein Heraus- und Hervorbringen, ein Aufschieben. Schied, das Geschenk ist eigentlich eben, ja, weil man plus 5, minus 5 Wellenberg und immer 0 gibt. Immer 0, es bleibt immer im absoluten Zentrum. Reflexiv sich wirkungsvoll in den Vordergrund stellen. Merkt, da steht doch schon alles da. Ja. Das ist, du wirst von mir nie hören, dass was nicht stimmt. Die Schwierigkeit ist, du klebst an diesem einfachen, oberflächlichen, materiellen Erlebnis. Wobei im Gestalt gewordene Erscheinung matt. Wir wissen das, MD, eine Gestalt gewordene Erscheinung, das ist das hebräische Wort für Tod, Sterben. ST, raumzeitliche Erscheinungen, sind erweckte polare Existenzen. TOT, kreisen so viele auf Lateinisch, wissen wir alles. Und die Medim, das sind jetzt die Menschen, die du dir ausdenkst, das sind die Gestalt gewordenen Erscheinungen des Meeres. Leute. Jetzt habe ich siehst du, sobald ich eine Verbindung mache, wird es unversehrt. Habe mich verdippt. Okay. Wir müssen die Gestalt gewordenen, sind intellektuelle Gestaltwährungen. Jetzt sind es die Leute, die Menschen. Sterben, tot sein, die tot sein, denn die Toten. Lass die Toten ihre Toten begraben. Es waren die Menschen, die du dir ausdenkst, die Körper werden nicht überleben, die sind schon weg, wenn du sie nicht mehr denkst. Also was soll das ganze Gejammer und das Leid? Oh, da sind ja so viele Menschen umgekommen bei denen und den Krieg. Ja, es wird so sein, wie du dir das ausdenkst, aber es ist hier und jetzt einfach nur Gedanke in deinem Kopf, das ist hundertprozentig sicher. Jetzt pass auf. Dieses Produzieren des Produkts schauen wir uns jetzt einmal an. Im lateinischen Original, das beginnt erst einmal mit Pro. Übrigens der Pharao. Wenn wir es hebräisieren, genau. Das ungebundene Haupthaar, zum Ausdruck der Verwunderung und der Klage. Okay? Interessant, wenn wir runtergehen, pro bono Jupiter. Zum Sieg, schauen wir mal, wie der das automatisch übersetzt. Das ist gut für den Jupiter. Das bin ich. Weil ohne das pro würde ich ja gar nicht irgendwas erleben können. Interessant ist pro Budor, schauen wir dahin. Genau.
Jetzt wird es natürlich interessant, wenn wir den Budo übersetzen, macht hier die Automatik einen Fehler, der eigentlich kein Fehler ist. Das heißt nämlich hier die Scham, die Züchtigkeit, die Schamhaftigkeit. Scham, Schamaim. Das ist das erste Mal das Wort, der Name. Ja. Das Wort. Da haben wir jetzt einen Jom den Budo. Und der macht die Züchtigkeit. Das ist, kann ich positiv und negativ lesen. Ja. Stimmt oder stimmt? Ja, klar. Das ist einmal das Erste und Brot 2 ist jetzt ganz interessant. Das heißt, das da mal vor. Ich stelle mir etwas vor und das ist immer für den, der sich das vorstellt. Er tut etwas über dieses absolute Mitte hinaus, etwas hinaus, sodass man sich außerhalb eines Gegenstandes ihm gegenüber vor ihm befindet. Das passiert selbst, wenn du dich ausdenkst. Denkst du dir einen ausgedachten Mittelpunkt, wo du sagst, dass ich bin im Zentrum meines Kopfes. Das Ganze passiert durch eine A, U, scharfes S ist gleich B, durch die Beschwörung. Die Beschwörung, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität ist das Aus, das erweckte H-Alb. Mhm. Gag, ausgedachter Stand. Wir setzen etwas in Bewegung. Alles, was wir uns ausdenken, ist jetzt plötzlich uns gegenüber. Gag, ausgedacht über uns. Und es scheint sich vor uns zu befinden. Und zwar vor und im Angesichte des Meer. Jetzt denk an unser Panim Benim. Panim Benim, Gesicht und Inneres. Mhm. Merkt ihr, wie sich alles Puzzlestücke plötzlich auf eine vollkommen neue Art und Weise aufeinander liegen lassen? Vor uns und so weiter und so weiter. Mhm. Zum Vorteile, die vor uns sind, zugunsten für uns, weil wir immer wieder neue Facetten von uns selber sehen. Immer wieder neue Formen, die wir annehmen können. Wobei sich die neuen Formen beschränken auf deine jetzige Logik, was du mit deiner Logik generieren kannst. Und mit einem Basic-Betriebssystem kann man halt fast überhaupt nichts generieren. Mit Windows sieht es ganz anders aus. Der Vorbau, der erste Sprecher, Shin wie Esther, in dem ich mich versteckt habe. Der Uranfang, das ist nur die Pro-Arche, der Urheber, nenne ich mich ja. Urheber ist Jahwe, J-H-W-H, der hebt es aus sich heraus. Die Vorstadt, schau mal, was Stadt auf Hebräisch heißt. Und so weiter und so weiter. Und jetzt haben wir ja noch das Dukt. U bis C, du bist das Licht. Tere. Hin und her ziehen, das heißt ziehen, sich in die Länge ziehen, die Geburt deines Intellekts ist immer eine Eheexistenz. Das Ziehen, jetzt fängst du an, dich ganz, ganz dukto, heißt dann hier führen, mit sich führen. Alles, was du dir vorstellst, führst du letztendlich mit dir. Jetzt kommen wir die Konkubine, ist ganz interessant. Heimführen, aber immer mit sich führen. Deine Gedanken sind immer in dir drin, egal wo du dir die hindenkst. Und pro Anzahl herumführen, anführen, zum Besten halten und deutschen. Das sind die Produkte. Der Duktor ist der Dehner, der sich selber ausdehnt, rein gedanklich. Wie oft hat Udo schon gesagt, du bist in der Lage, einen Gedanken, den du jetzt denkst, der hier und jetzt in dir sich in einem Punkt befindet, auszudehnen, um dich herum in Raum und Zeit zu verstreuen. Und alles, was du dir ausdenkst, du erschaffst es hier und jetzt in diesem Punkt in dir selber. Aber immer nur in Maßsetzung der Logik, die du zum Denken benutzt. Das ist das Gefängnis. Ein einziges Wort. Und ich sage nochmal, wenn du willst, mache ich jetzt aus dem Stegreif 400 oder 1000 Seitenbuch. Weil nämlich eine Übersetzung immer wieder, wo ich sage, Rübersetzung, dann schaust du nach. Und die Puzzlestücke, was dann auftaucht, wenn du so ein Übersetzungs-Hebräisch, ursprünglich etymologisch, im Griechischen, im Sanskrit, egal was es ist, kriegst du immer wieder mehrere Wörter, mehrere Beschreibungen, die man dann wieder rückübersetzen kann, die man hebraisieren kann, wo man nachschauen kann, was heißt das auf Hebräisch, und dann kriegst du immer wieder neue Sachen und die gehören untrennbar zusammen. Kann die Diana beim Schreiben ihrer Bücher Lieder von singen? Wenn man hier die Heilig Drei König schaut, da kommst du vom Hundertste ins Tausendste und es passt alles lückenlos zusammen, weil jeder Gedanke ein Puzzlestück ist von einem höheren Komplex. Wenn ich dir jetzt ein Stück Schlauch gebe und einen Stecker gebe, da kannst du nichts damit anfangen. Das sind aber Puzzlestücke von einem Auto. Das sind meine einfachen, kindgerechten Beispiele. Und du selektierst mit einer Logik, das ist wichtig, das ist nicht wichtig, das brauche ich. Du erzeugst Angst in dir, dass dir was passieren könnte.
Ich sage, du bist ein absolutes nicht denkbares Nichts. Du bist Geist, das ist hundertprozentig sicher, vorausgesetzt, du hörst mich jetzt sprechen. Du bist derjenige, der sich jetzt alles ausdenkt, auch den Udo, diese Pixelmännchen ausdenkt. Dann die Pixelmännchen, wo du vor dir hast, denkst du dir natürlich jetzt als körperliche Figuren nach Zürich, nach Wien, nach Weißenburg, nach Überlingen, wenn du weißt, wo die Figuren ja wohnen. Das ist doch nur dein Wissen, wenn du es weißt. Wenn du es nicht weißt, sind die trotzdem draußen. Der Redo ist ja dann irgendwo, ich weiß bloß nicht, wo er ist. Und aufgenommen wurde das natürlich jetzt in der Vergangenheit. Alles, was ist es jetzt? Es wird jetzt aufgenommen und es wird jetzt angeschaut. Und es wird jetzt interpretiert. Und zwar interpretiert von dem, der sich das anschaut, weil der die Filter hat. Hat hier, mein Holger hat da ein kleines Aha-Effekt gehabt. Da war es nochmal, wo ich sage, mit dem Dia-Projektor. Du hast das da mal, das Dia ist ja praktisch, wir sind wieder bei der Kamera Obscura. Das projiziert die Bilder nach außen. Setzen wir mal die Kamera Obscura, nicht als eine Kamera, sondern als ein Dia-Projektor. Dann ist praktisch das, was jetzt in der Kamera normalerweise die Filmfläche ist, ist das Dia, das Display, das, oder das Projektionsdia. Und durch diese Spiegelung, durch den Punkt, wird jetzt nach außen diese dreidimensionale Dimension hingestellt. Aber es gibt weder dieses ausgedachte Innen noch das ausgedachte Außen. Es spielt sich alles hier ab. In dem Geist, der nichts ist, in dem Nihilo, diese Creatio ex Nihilo. Und dann habe ich gesagt, du hast das, dein Intellekt ist eine Projektionsmaske, wie ein Tier in einem Filmprojektor oder in einem Videobeamer. Und du projizierst deine ganz persönliche Traumwelt nach außen, die sich aber nur in deinem Kopf abspielt, in dem ausgedachten Innen abspielt. Wohlgemerkt, genau genommen nur in den mittelsten abspielt, aber wir brauchen jetzt erst einmal, dass wir Unterschiede haben, ein ausgedachtes Innen. Das hast du komplett vergessen, dass alles, was du siehst, selbst dein materialistischer, religiöser, esoterischer Glaube, den du zurzeit noch anhängst, dein Programm schreibt dir noch vor, ich kann erst was wahrnehmen, wenn es eine Information in meinem Gehirn ist. Selbst die spirituellen Menschen, wenn ich immer fast boshaft sage, wieso fressen diese programmierten Esos ihre Müsli-Scheiße, dass ja nichts an ihren heiligen Körper hinkommen, weil da ja schon wieder was Böses ist. Habe ich nicht gesagt, liebe deine Feinde? Du brauchst die Gegenteile. Der Wurzelbegriff in der Arithmetik ist das Wichtigste, was es überhaupt gibt, dass die Wurzel immer zwei Ergebnisse hat, Plus und Minus. Ich erzähle das immer und immer wieder. Das wird komplett ignoriert. Der negative Wert hat keine praktische Bedeutung. Erinnert euch an die Stelle, an dem Beispiel von dem alten Handbuch der Mathematik. Ja. Du lebst unter Menschen, als Mensch unter Menschen, die deine Spiegelbilder sind, die diesen Wurzelbegriff nicht achten. Das H wie H. Ja. Dass immer alles arithmetisch gesehen null ist. Geist ist. Energie ist rot geschrieben, nach Einstein, die sich ständig umformt in eine andere Form Energie. Du lebst in einer Welt, wo du sagst, der negative Begriff hat keine praktische Bedeutung oder den müssen wir bekämpfen. Ich stehe auf der Spitze eines Berges. Die Tiefe unter mir hat keine praktische Bedeutung. Ich sage, du Depp, wenn die Tiefe um dich herum nicht wäre, dann wärst du nicht oben. Aber jetzt ist natürlich immer wieder das Problem mit den oben, habe ich so oft erklärt, dass dein unten nicht unten ist, weil dann kannst du dich umdrehen und kannst das unten anschauen. Dann hast du in der Rückseite des Oben. Genau genommen bist du immer in der Mitte. Du bist genau genommen im Meer, zumindest wenn du weißt, dass du im Meer bist, bist du immer heilig. Dann wirst du nicht sagen, jetzt bin ich gesund oder krank. Mhm. Weil gesund und krank nur Gedanken, Vorstellungen von dir sind, die auch nicht, diese Welle existiert auch nicht, wenn du nicht dran denkst. Darum ist es das Dörrigste, nur gesund sein zu wollen, weil du eben deine Vorstellung von gesund mit dieser Heiligkeit verwechselst, aber das ist doch schon wieder das Gegenteil von der Krankheit. Warst du jetzt gesund oder krank, während du zugehört hast? Keins von beiden. Jetzt, wo wir drüber reden, hast du zuerst beide, schaust du immer bloß das oder das an. Das ist das gerade, was man in den Quanten bittet. Ja, genau. Du hängst immer nur in irgendeiner Facette deiner Logik, die du jetzt als Vorstellung, als Wissen in dir aufbaust. Und Paolo, vielen geht es darum, dass du die verborgenen Teile im Hintergrund, das versteckte Geheimnis, SDR, das ist unser SDR, das Geheimnis, das auch widerlegen heißt auf Hebräisch, dass du dir das bewusst machst. Und da kann der Udo dann immer wieder sagen, ich nehme eine Ecke und ich SDR-Ecke, ich strecke die Ecke und kriege einen SD-Ecken. Raumzeitliche Spiegelung in den Ecken.
Und jetzt brauche ich natürlich eine andere Seite zu dem Stecken. Denke ich mir eine Seite, nehme die in der Mitte, mache daraus eine Ecke und dann wird das Stecken zu einem Bogen. Das ist dein Gesichtswert, das sind die zwei Quadratflächen. Du merkst, wenn ich das erzähle, das klingt wie eine Wortspielerei. Ihr habt, Entschuldigung, jetzt muss ich chronologisch legen, der fünfte Teil von den Naturfreunde-Video ist noch nicht raus. Da kommt ja unser Brief mit dem Robert. Doch, der ist schon draußen. Ist der schon draußen? Ja, lange draußen. Oh Gott, ich bin ja unterwegs. Siehst du, wenn du in der Welt unterwegs bist, wenn du in der Welt unterwegs bist, hast du schon wieder verloren. Weil ich wieder ein Reisender in der Fremde war. Ja, ja. Weil ich war, das wisst ihr, ich habe die Fetting das gerade gesagt, ich war in Österreich. Bin gestern Nacht erst angekommen. Am Mondsee und in der Grünau. Mhm. Dann ist der jetzt draußen, dann ist gut. Ja. Auf jeden Fall, das ist immer wieder das Spiel, wo es dann hier so hämisch, ja, die Wortspielereien, das macht der Willi Astor auch. Ist auch ganz toll, macht er das übrigens, seine Wortspielereien. Das, was du da lernst, ist, dass irgendwie, wenn was Gleichding miteinander zu tun hat, aber erklärt wird da gar nichts. Ja, ja. Das, was ich mache, sind keine Wortspielereien, sondern das ist präzise Arithmetik. Ich erzähle dir etwas. Meine Worte sind Zahlen. Es ist Physik, es ist Chemie in jeglicher Form, ob wir von H2O reden, egal was es ist. Es sind Vorstellungsmodelle, wo im Prinzip die Formen stimmen in Bezug auf das heilige Ganze, aber nicht diese einseitige Vorstellung, die du machst. Denk jetzt wieder an unsere Vakuumfluktuationen. Dieses Wupp, Wupp, Wupp. Ein Teilchen und ein Antiteilchen. Es ist das vor dir braucht immer ein hinter dir, das über dir braucht ein unter dir, das rechts braucht ein links, das richtig braucht ein verkehrt. Sonnenschein braucht Regen für die Vollkommenheit. In Bezug auf die Natur, auf das Losgemachte, was du dir ausdenkst, jetzt deine Vorstellung von Leben. Ewigkeit ist ein ganz anderer Zustand. Ich sage immer wieder, da wo du hinwachsen wirst, und zwar erst dann, wenn du von dem jetzigen Glauben loslässt. Es geht hier nicht um vorgestellten Glauben, sondern sagst du mal um das, was ist. Dieses für Wahrheiten bringt dich nicht weiter. Mach dir mal bewusst, ob es wirklich hundertprozentig sicher ist. Das, was ich dir erzähle, ist hundertprozentig sicher. Was dir religiöse Menschen erzählen, egal in welcher Religion, was dir Esoteriker erzählen, es ist angelesenes Wissen, das Vorstellungen erzeugt. Ich sage nochmal, ein Jesus, der in der Vergangenheit gekreuzigt wurde, oder ein Jesus, der nicht gekreuzigt wurde, Christentum versus Islam, wobei das, was in den Büchern drin steht, in den Heiligen stimmt übrigens. Das Problem sind die einseitigen Auslegungen. Und dann vor allem, weil man die Symbolik nicht versteht, weil man sich das immer noch mit einer materiellen Vorstellungswelt aufbaut in sich selber. Aber was das Hauptproblem ist, du erschaffst aus Worten, wenn du sowas liest, eine Information in dir, du denkst dir die in die Vergangenheit und du meinst zu Punkt A, du hast mit dem Gedanken, den du denkst, den du erschaffen hast, aus Worten, du hast nichts damit zu tun und du meinst, dieser Gedanke, der jetzt von dir erschaffen, de facto hundertprozentig sicher jetzt in deinem Kopf erschaffen wird, da du dir den unbewusst in die Vergangenheit denkst, meinst du, der Gedanke war schon, das Vorgestellte war schon in der Vergangenheit, bevor du es gedacht hast. Für dich gibt es nur das, was du dir ausdenkst oder jetzt im sinnlichen Bereich, was du anschaust, aber das ist in einem Traum, denkst du dir genauso aus. Es ist genauso deine Information. Das kannst du wiederholen bis zum Erbrechen. Und wenn jetzt das Gespräch abbricht und dann klingelt dein Telefon oder du gehst auf die Arbeit, was du feststellst, sobald du mit normalen Menschen wieder zusammenkommst, ist dieses Wissen weg. Es flackert manchmal ganz leicht. Und es muss jeden Moment, muss das im Hintergrund stehen, weil du jeden Moment der Hintergrund bist für alles, was in dir auftaucht. Ja, ja. Ansonsten lassen wir unsere Rolle, unser Leben, unser Volumen ganz einfach weiterlaufen. Das lässt Holo-Feeling unangetastet. Und das ist, wenn Menschen träumen, für dich Geist, dein Programm ist maßgeschneidert, dass du was lernst. Und ich sage, das Erste, was du zu lernen hast, ganz einfach, dass du vor nichts und niemandem mehr Angst hast und dich über nichts aufregst. Du wirst dein Programm nicht verbessern, wenn du als unbewusster Brüssel auf die Straße gehst und gegen irgendwas demonstrierst, weil du das einfachen Satz, liebe deine Feinde, liebe alle Puzzlestücke, die dir falsch, verkehrt oder unbrauchbar erscheinen, die brauchst du nämlich, sonst wirst du deine Heiligkeit bis in alle Ewigkeit nicht erleben, bewusst erleben. Das, wenn du in Ansätzen mitkriegst, das ist so schön, jetzt muss ich wieder Geschichte packen, unsere Helene-Geschichte, die wirklich ein Riesenvorbild ist.
wo das wirklich ein, das ist eine Prüfung. Und dann ist immer wieder solche Stellen, wo sie mir die letzten Worte vom Toni, wo sie sagt, der war eh nicht, ich habe schon gemerkt, das ist gar nicht mehr mein Toni. Mhm. Das war wirklich meine Hürde. Das Letzte, was er gesagt hat, ich muss noch viel, viel tiefer hinuntergehen. Mhm. Es ist aber, ein Toni ist ein, eine Figur in einem Traum. Die Informationen sind für den Geist, der das erlebt. Ja. Was soll das mir sagen? Was soll mir das jetzt sagen, was der Lautsprecher mir erzählt? Ja. Ich träume doch jetzt. Kann der Lautsprecher was anderes erzählen, wie was ich träume, wenn ich jetzt wirklich einfach nur akzeptiere, dass ich jetzt einen Traum erlebe und praktisch jetzt modern ausgedrückt nur die Rolle eines Protagonisten steuere in einer dreidimensionalen Welt, wo ich mich aus meiner eigentlichen Kopfkammer herausdenke in eine Welt um mich herum, wo aber gesteuert wird durch meinen Intellekt, wo ich hinschaue, wo ich hingehe, was mich interessiert, was ich mache, was ich nicht mache, steuert der am Joystick. Aber der am Joystick ist kein Geist, sondern ein Mensch, blau geschrieben, ein Konstrukt, wäre ein Interpretationsprogramm. Das ist der am Joystick. Das läuft in dir. Du bist dann nochmal in einem ganz anderen Bereich. Ich sage, ich rede von einer ganz anderen Welt. Und die hat mit dem Himmelreich nichts zu tun. Anzustreben, in den Himmel zu kommen, das ist wirklich, ich will den Berg hoch. Ja. Mit unten will ich, mit der Hölle will ich nichts zu tun haben. Und ihr wisst sehr wohl, wie oft ich die Worte in euren Traum schon wiederholt habe, solange du meinst, du kannst den Berg deines Bewusstseins besteigen, dass du da oben bist, wenn du zuerst einmal die ganzen Täler, das Böse und das Schlechte in deiner Welt wegmachst. Das ist ein klares Zeichen, dass du vom Bewusstsein, von der Höhe des Bewusstseins, vom höchsten Stand des Bewusstseins überhaupt keine Ahnung hast. Die Demut, alles zu ertragen, weil ich weiß, das ist auch ein Puzzlestückchen vom Heiligen Ganzen. Hinnehmen. Das heißt nicht, dass jetzt deine Figur nicht aufbegehren kann. Das ist jetzt, denk, du bist der Schauspieler auf der Bühne. Ich kann schimpfen und kann mich über was aufregen. Ich kann aber dabei, wenn ich das auf der Bühne mache und ein Schauspieler bin, kann ich in einer absoluten Ruhe sein, wenn ich die Rolle spiele. Denk an mein Beispiel, wo ich sage, der Vater auf der Bühne, Bühnenstück, kommt einer rein und erzählt, dein Sohn ist im Krieg gefallen. Und er bricht, ich breche jetzt, ich bin der Schauspieler, ich breche auf der Bühne zusammen. Und wie stolz bin ich als Schauspieler, wenn es mir jetzt gelingt, gelingt mir nicht jeden Abend, dass mir dicke Tränen runterlaufen. Und dann schaue ich durch die verheulten Augen in das Publikum, in die Gesichter rein, wenn die zum Heulen anfangen, und dann freue ich mich so, weil ich so gut bin als Schauspieler. Den Zustand, den musst du immer haben, egal was es ist. Würdest du jetzt nämlich, wenn du merkst, dass deine Logik Aufregung macht, Ärger macht, dir das abgewöhnen wollen, bist du schon wieder ein blindes Arschloch. Ja, genau. Das ist diese Geschichte mit dem blinden Arschloch, wo ich sage, vom ersten Mal hören, wenn dir die logisch erscheint, du wirst jetzt normal gesprochen 15 bis 20 Jahre brauchen, bis du das im Griff hast. Wenn du sehr bemüht, wirklich, soweit es dir möglich ist, jeden Moment daran arbeitest, diesen Zustand zu kriegen. Die vollkommene Gleichgültigkeit für alles, weil alles, was sich widerspricht, Sonnenschein, Regen und Krieg und Frieden, gehört untrennbar zusammen. Und dann willst du nicht mehr in Himmelreich und du machst dir keine Gedanken, welche Menschen gut und böse sind. Das ist diese Wiederholungen. Wenn Figuren in deinem Traum auftauchen, jede Bewertung, jede Kritik, die einer äußert, sagt überhaupt nichts aus über das, was er kritisiert, es sagt alles über seinen eigenen Charakter aus. Ja. Das muss dir bewusst werden. Es geht bei Holofilm nicht um Einseitigkeiten, was richtig und verkehrt ist. Qualitäten, sondern zuerst einmal um das, was wirklich jetzt da ist. Und Qualitäten entstehen nur durch den Beobachter, der die Bilder, die in ihm sich befinden, interpretiert. Mit seiner einseitigen Logik, die gar nicht seine Logik ist. Es ist die Logik deiner Lehrer und deiner Erzieher. Deine Vorstellung von schön, von hässlich, was man macht, was man nicht macht, was richtig ist, was Moral ist, muss her die Angeberei. Du denunzierst jeden, der nicht auf deiner Logik arbeitet. Das ist immer wieder mein, ich mache das jetzt neutral mit den Programmen. Für Basic ist Windows total unlogisch. Und wenn du jetzt ein Geist bist, würdest du das irgendwann, solltest du das irgendwann checken, um was mir geht. Und dann beobachte dich einmal, wie sehr du in deinem Alltag jetzt mit deinem Programm, wie das dich ständig in einseitige Meinungen reinzwingt. Dass du wieder zum
Diskutieren anfängst, zum Belehren anfängst. Das Belehren ist als Ding an sich nicht Schlechtes. Die Sachen sind sehr gut. Ich belehre dich jetzt ja auch, dass ich so fange an, dich für das zu interessieren, was du bisher bekämpft hast oder das dich überhaupt nicht interessiert hat. Das sind nämlich Puzzlestückchen, die du für deinen Heiligungsprozess brauchst. Beschäftige dich mal mit anderen Religionen, anstatt dich drüber aufzuregen. Mit anderen politischen Ansichten, anstatt dich drüber aufzuregen. Es sind nur die Spiegelbilder von dir selber. Sobald du dich über böse Menschen und korrupte Menschen aufregst, die ich dir immer wieder einspiele, erfinde, wenn du da noch resonierst, sagt es nur, dass du meinst, du bist der Gute, dass deine Vorstellung richtig ist. Du hast nur deine Kehrseite vor dir. Und anstatt die zu bekämpfen, solltest du die, wie ich immer sage, zu eigen machen. Denk dir einfach, du hättest jetzt den Intellekt, den Schwamminhalt von deinem Gegenüber. Dann wäre nämlich plötzlich alles, was der dir erzählt, vollkommen logisch. Und das, was du jetzt denkst, dass es logisch ist. Es ist ja auch logisch. Ja, das Verrückte ist, dass es so viele unterschiedliche logische Systeme gibt. Mhm. Es gibt nicht nur eine Logik, es gibt einen Logos. Ja. Das ist aber die Weisheit, das ist Holofeeling. Ja. Und der Logos als Ding an sich, das rote Shin, in dem Vacham, in dem Budor, gibt es kein richtig und verkehrt mehr, sondern bloß Affinitäten, die sich in sich selber ständig aufheben. So wie sich das Bild in der Kamera und das innerhalb der Kamera und außerhalb der Kamera in den einen Punkt komplett eins macht. Wenn wir jetzt sagen in unserer Metapher hüben drei und drüben drei, sprich das Bild in einem Eck spiegelt, was ja ein Dreieck ist. Dieses Bild ist auf dem Kopf stehen und spiegelverkehrt. Und ich setze ein zweites Bild, was ich innen und außen nenne, ein auf dem Kopf stehendes und spiegelverkehrtes Bild gegenüber, die sich jetzt über Kreuz spiegeln. Nenne ich einmal kopfstehend und spiegelverkehrt, nenne ich minus eins. Hüben und minus eins drüben, minus mal minus ist plus. Und mal heißt vom Nichts. Von nichts. Das ist das hier. Jetzt lächle ich schon ganz leicht Arithmetik ein. Super. Es ist wirklich eine Matrix mit Zahlen. Und es stimmt alles. Es stimmt auch, was der Professor, den wir uns jetzt ausdenken, in dem Video erzählt. Und ihr solltet klar sein, entdecken, da gibt es nichts zu entdecken. Die ganzen Professoren rezitieren, die ganzen Esoteriker rezitieren und die ganzen gläubigen Menschen rezitieren, egal in welcher Sekte, in welchem Verein sie sich befinden. Solange du einem Glauben anhängst, der im Widerspruch zu irgendeinem anderen Denksystem oder Glaubensmodell ist, das in dir auftaucht, in Form von Äußerungen von Menschen, ist dein eigener Glaube genauso unvollkommen wie die anderen Glauben. Das ist das, was ich dir mit Holofeeling erzähle. Und du nimmst das, was du zu sein glaubst, noch viel zu wichtig und dadurch bist du nicht wichtig, wie ich in der Mitte. Rotgeschrieben. Weil du das, was du zu sein glaubst, noch viel zu wichtig nimmst. Was meinst du, wie leicht dein Leben wird, wenn dir, wie der Udo immer sagt, all deine Interessen, die dir dein Programm, dein Ego aufzwingt, wenn dir das plötzlich am Arsch vorbeigeht und du fängst an, für was vollkommen Neues zu interessieren, dann musst du dich für Holofeeling interessieren. Ja. So ist es. Und dann können Wunder passieren. Und die passieren sowas von massiv. Ich habe jetzt hier mit Einspielen manchmal, wo ich sage, jetzt darfst du aber langsam aufhören. Das glaube ich, missverstanden sein. Ich greife mal vom vorhergehenden Selbstgespräch zurück. Erinnert euch an den Mustang Shelby, die Geschichte in dem Selbstgespräch. Wenn man es nicht gehört hat, kommt man nicht mit. Wir fahren genau, doch oder zwei doch drauf, fahren wir Ritter und Martin mit dabei mit dem Auto nach Gunzenhausen, Ansbach wollen wir spazieren. Wir fahren vor Ansbach zurück. Drei Stück. Okay. Nochmal, so, jetzt darf der langsam aufhören, jetzt muss das Prinzip doch durchgehen. Jetzt ist es erkannt. Ja. Es ist wie wenn du innerhalb von zwei Tagen einfach rumfährst. Peter, ihr seid so viel unterwegs. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du innerhalb zwei Tagen fünf Lamborghini einfach so wild in Überlingen oder was war das? Verschiedene. Wohlgemerkt verschiedene, mit verschiedenen Nummernschildern. Ja, ja, ja. Ist das schon mal passiert? Wie viel bist du in deinem Leben schon rumgefahren in der Weltgeschichte? Nee. Das ist genau das. Es ist Fokus. Du hast Fokus und es materialisiert sich.
Das ist, und du wirst es merken, das ist bei vielen, jetzt muss ich wieder normal reden, die innen ziehe ich so ein über, mein Ritter, die sagt immer, das freut mich so, das ist der Wahnsinn. Du hast ein Thema und sofort schaukelt sich das hoch. Das gilt auch für Corona. Das gilt auch für die CO2-Liege. Was war jetzt mit der Greta die letzten Wochen? In deiner Welt. Ich sage jetzt, du hast deine eigene Welt. Ich spiele dir die hier ein. Darum sage ich jetzt ganz definitiv, das ist das Kollektiv jetzt, das da ist. Und jetzt geht 20 Jahre zurück in die Almena-Vorträge. Mein Beispiel mit die Kampfhunde. Mein Beispiel. Plötzlich brechen Turnhallen ein, wo zu viel Schnee drauf liegt, weil es so starker Wind war. Das ist ein einziger Bericht und plötzlich passiert es innerhalb von einer Woche, 14 Tage nochmal 3-4 Mal woanders. Da außen ist gar nichts. Du schnappst was auf und du wiederholst es, weil du resonierst. Ja, allerdings. Auch der ganze Erbe. Und warum muss das jetzt wieder passieren? Ich sage, du schaukelst dich immer mehr rein. Sobald du was nicht haben willst und bekämpfst, wiederholt sich das. Weil ich sage, du hast zu lernen, dich über nichts und niemanden aufzuregen. Mein Führerschein-Prüfungsbogenfehler. Lernst erst einmal, dass alles, wo du bisher nur negativ reagierst hast, das nenne ich diesen Reizauslöser, wo du negativ reagierst, nenne ich einen Fehler. Falsch. Und jetzt denk, du bist in einer Prüfung und du siehst den Fehler. Und dann freust du dich plötzlich. Es kehrt sich komplett um. Ja. So wie in der Prüfung, sobald du den Fehler, wenn du siehst, was falsch ist, was du ankreuzen musst, fang an, dich zu freuen. Programmier dich um. Weil dann kannst du umblättern, weil die Frage beantwortet ist. Und du weißt, ich habe hier und jetzt gedacht, vor vielen Jahren schon gesagt, deswegen ist es aber noch nicht ganz vom Tisch. Das kann ja ein Glückstreffer sein für mich. Dann werde ich dir genau dieses Problem noch etliche Male einspielen, um zu schauen, ob du es wirklich abgehakt hast. Ja, und du mal. Die Kleinigkeiten, die ich noch in dir einspielen, auftauchen lassen, wo du wieder negativ reagierst. Obwohl du schon geglaubt hast, du hättest es abgehakt. Ja. Das habe ich jetzt verstanden. Und dann prüfe ich dich, ob du den Mund zu voll nimmst oder ob du es wirklich abgehakt hast. Ja, so ist es. Genau so. Und dann beschreibe ich, in Selbstgesprächen müssten wir jetzt hier 2 Jahre zurückgehen. Ich nehme ja immer mich als Dummy. Ich bin der Gedanke von. Das heißt, das mache ich in die Lehre, indem ich dir vormache, wie man es nicht macht. Und dann erkläre ich dir, was der Udo macht. Jetzt mache ich wieder die Internetgeschichte. Dass ich dann die Übergangsphasen erkläre. Das heißt nicht, dass das in der Vergangenheit so war, es wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Mir geht es um die Metaphern, wo ich dann sage, dann kommst du in einen Punkt, wo du nicht mehr negativ reagierst als Geist. Das ist jetzt der Schauspieler, aber wo ich dann sage, wenn das passiert, die Maschine läuft trotzdem noch weiter. Ich kriege innerhalb von 2 Sekunden als Udo, ich kann nur beobachten, ich kriege einen Schweißausbruch. Obwohl ich jetzt der fühlt, der Geist überhaupt keine Empfindung mehr habe, aber ich stelle fest, wie sehr dieses Programm trotzdem noch läuft. Und wenn jetzt der Udo das erzählt, dieses Pixelmännchen, wenn du die Videos anschaust, der hat natürlich gar nichts, das ist ein Gedanke von dir. Du musst dich immer fragen, was soll mir, was will der Meister mir jetzt in Form dieser Person in meinem Traum mitteilen? Und dann soll ich schauen, beobachte doch einfach mal das Tierchen, das du zu sein glaubst, und dann wirst du feststellen, dass du genau solche Situationen immer wieder hast. Dass du wieder besseren Wissens doch wieder Angst kriegst. Wenn eine starke Krankheit da ist oder was, dass du nicht einverstanden bist, dass du doch dich operieren lässt, zum Arzt rennst, egal was. Mhm. Und ich sage immer wieder, ich sage nicht, dass du nicht zum Arzt sollst, ich mische mich in das Leben nicht ein. Ich sage sogar das Programm, denk mal wieder an die Helene, ich muss die Rettung anrufen, ich muss nicht mehr, was ich mit dem Toni mache. So, da musste ich nicht, das ist das Programm, das habe ich programmiert. Ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht zu niemandem, den ich mir ausdenke, Vorwürfe, dass er so ist und so reagiert, wie er programmiert ist. Um die Erscheinungen, um die Informationen, die in dir aufgrund dieses Programms auftauchen, die Erscheinungen sind so, wie sie eben gedacht werden und das Programm macht eben das, was es tun muss. Um die geht es doch nicht, die sind sekundär. Wie oft soll ich denn noch sagen, mir geht es um den einen Geist, der dieses Leben erlebt, das Leben von dem, der du zurzeit zu sein glaubst. Egal, was du dir einredest. Figuren in einem Traum sind einfach nur Gedankenwellen. Die ganze Moral, die Trauer, alles solche sinnlos. Du kannst nichts festhalten. Jetzt die Rechten. Unser Deutschland geht ja kaputt. Oh, schöne Geschichte. Jetzt mache ich eine raumzeitliche Geschichte. Wir fahren heim, Autoradio läuft, habe ich im Kulturkanal laufen. Und dann kommt jetzt der neue Duden ist rausgekommen. Der neue Duden
mit, was nicht, habe ich schon wieder vergessen, 4000 Wörter neu, das ist jetzt monsterdick. Die neuen Wörter, die aufgenommen waren, ich sage jetzt nur das erste davon, Friday for Future ist aufgenommen worden. Und dann sind da nochmal eine ganze Latnei solcher Wörter gekommen. Mir geht es jetzt nicht um diese Wörter als Ding an sich, sondern ich sage bloß Friday for Future. Es ist der deutsche Rechtschreibduden. Deutschland ja. schafft sich ab. Eben. Die deutsch-deutsche Sprache schafft sich ab. Das ist aber jetzt nichts Negatives, wenn du das negativ auslegst. Es ist, wie lange gibt es eigentlich Deutschland? Jetzt kannst du wieder in deine Geschichtsbücher rausgehen und reingehen und dann wirst du dir an die Vergangenheit denken und das ist gar nicht so weit her. Das ist das Deutschland als Ding an sich, hat es wie in Weißenburg hier, die erste Kastell gebaut wurde, war von Deutschland noch überhaupt keine Spur da. In Bezug auf die Ewigkeit, die wir uns jetzt ewig vorstellen, oh. ist selbst wie die Nürnberger Burg gebaut wurde, hat es überhaupt noch kein Deutschland gegeben. Mhm. Ja. Und es wird auch in Zukunft keins mehr geben. Weil es ist existierende Dinge sind. Das Deutschland ist ja schon weg, wenn du es nochmal denkst. Wenn du jetzt gehst. Das ist das, was 100% genau. sicher ist. Halt verdammt nochmal das zweite Gebot. Mach dir kein Bild von irgendwas da drum im Himmel oder da drunten auf der Erde. Die Bilder sind in dir drin. Wie oft soll ich das noch sagen? Wie oft hast du das schon gehört? Und jetzt beobachte dich, wie in deinem Alltag, wenn du im Supermarkt bist, wenn irgendwas nicht passt, wenn die Waschmaschine kaputt geht. Du willst schon wieder was am Leben halten. Dass das möglichst lang hält, weil das kostet ja so viel Geld. Das ist ja so ein kleingeistiges, eigentlich geistloses Konzept, auf den du denkst. Und es ist kein Voodoo, was wir reden. Es ist ein Gespräch von Geist zu Geist. Kein Gespräch von Gedanke zu Gedanke. Und das Leben kriegt eine vollkommen neue Qualität, auch als Gedanke, als Figur im Traum. Ja. Ich sag mal, als Schauspieler auf der Bühne des Lebens im eigenen Kopf. Ja. Kriegt eine vollkommen neue Qualität, wenn du keinen Moment, der in dir auftaucht, vergisst, dass du der hier bist. Nicht irgendwas Ausgedachtes. Ja. Wenn das absolut hundertprozentig sicher installiert ist, ist keine Angst mehr in dir. Keine Zukunftsangst oder keine Angst vor irgendetwas. Jetzt mache ich wieder mein Kinderbeispiel vom Udo. Du bist immer. Was ist das für ein Meer, das Wellen aufschmeißt und dann bei einer Welle sagt, wo habe ich Angst vor dir? Ach Gott. Das bringt es auf den Punkt. Einfach, es ist zu einfach, sondern für dich. So einfach kann man es sich ja nicht machen. Und dann sage ich wieder, wer bestimmt jetzt? Das ist doch schon wieder dein Programm. Haut das Programm zum Teufel. Aber zum Teufel hauen ist schon so eine Zeit. Merkst du, das ist diese normale Logik. Vollkommen. Ja, ja. Immer wieder irgendwo hin da außen. Nach oben, nach unten. Es kommt aus dem Zentrum und geht in das Zentrum. Von Augenblick zu Augenblick. Wenn du ein Meister des ewigen Lebens geworden bist, wenn du ich geworden bist, wirst du von Augenblick zu Augenblick was Neues erleben. Oder ständig die alte Scheiße wiederholen und wiederholen und wiederholen, solange bis du dich eines Besseren besinnst. So ist es. Nicht überraschen lassen. Halt einfach meine Gebote, sorge dich nicht um morgen. Eben. Mit Sorgen um morgen versaust du dir das jetzt. Wegen etwas, wo nie was passiert. Man. Soll ich nochmal sagen? Versuche mal in 2 Stunden ein Glas Wasser zu trinken. Du kannst es nicht. Es ist so unendliche Weisheit. Wenn du diese Kleinigkeiten verstanden hast, öffne ich in dir eine vollkommen neue Welt voller Zufälle. In kürzester Zeit, die natürlich immer im Jetzt passiert, werde ich deine Welt umwandeln. Das ist ein göttliches Versprechen. Und wenn das nicht passiert, dann beobachte dich einfach und dann weißt du genau, warum es nicht passiert. Weil du nicht auf mich bist. Du hast es in der Hand, ich zwing dich nicht. Dass natürlich ich jetzt nicht diese Lautsprecherstimme und das Pixelmännchen ist und auch nicht der Gedanke Udo, den du dir ausdenkst, sollte klar sein. Ich bin du. Das ist das, was ich bin. Ich bin der, der die Fäden in der Hand hält. Bist du schon ich? Ja, genau. Der Unterschied zwischen uns jetzt momentan, zwischen JCH und ICH ist, dass ich vom Bücherregal stehe und du hast momentan noch ein Buch in der Hand und bist auf einer gewissen Seite noch voll in der Verwechslung in dieser kleinen Welt, die in dem Buch dieses Programm aufschmeißt. Ja. Lernst das dann andere Programme zu laufen. Das passiert, wenn du soweit bist. Zeit, wenn ich jetzt sage, spielt keine Rolle. Et ist eine augenblickliche Erscheinung und das, was rollt, ist immer im Jetzt. Aber da muss man
mit Lichtgeschwindigkeit denken. Ich glaube, jetzt lassen wir es dann gut sein. Ja, super. Danke. Und Bruder. Danke. Üben. Immer üben, jeden Moment. Einfach nur schauen, was ist jetzt da. Immer sich bewusst machen, wie reagiere ich drauf, wie verändert sich die 200 Gramm rote Knete. Klingelingeling, wer ruft mich jetzt an? Dann denke ich an den Telefonhörer, dann mache ich einen Telefonhörer. Ständig wechsle ich Bildschirm hier und jetzt, nichts da außen. Und tschüss, bis gleich. Ja.